The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Wiederkunft unseres Herrn beschleunigen. Er wird sein Werk beenden und abklopfen in Gerechtigkeit. Denn ein kurzes Werk wird der Herr auf Erden wirken. In der Weissagung von der Zerstörung Jerusalems sagte Christus: Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Diese Weissagung wird sich wieder erfüllen. Die überhandnehmende Ungerechtigkeit jenes Tages hat ihr Gegenstück in unserer Generation. Das gilt auch von der Voraussage bezüglich der Verkündigung des Evangeliums. Vor dem Fall Jerusalems erklärte Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, dass das Evangelium gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. So soll nun auch vor der Wiederkunft Christi das ewige Evangelium allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern gepredigt werden. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will. Und Christus sagt uns, wann dieser Tag kommt. Er sagt nicht, dass die ganze Welt bekehrt werden würde, sondern nur, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. Wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern das Kommen des Tages Gottes beschleunigen. Hätte die Gemeinde Christi das ihr aufgetragene Werk nach seinem Willen ausgeführt, dann würde die Welt längst gewarnt worden sein und der Herr Jesus wäre mit großer Kraft und Herrlichkeit schon auf diese Erde gekommen. Es ist der Unglaube, der Weltsinn, die fehlende Weihe und Hingabe und der Streit unter den Menschen, die sich zu Gott bekennen, der uns so viele Jahre in dieser Welt der Sünde und des Kummers zurückgehalten hat. Wir mögen wie die Kinder Israel wegen unserer Widerspenstigkeit noch viele Jahre auf dieser Welt zu bleiben haben. Aber um Christi willen sollte sein Volk nicht Sünde auf Sünde häufen, indem es Gott die Schuld für die Folgen des eigenen Fehlverhaltens zuzieht. The Lord is coming. Are you ready?